Jetzt haben wir mal eine Runde geschlafen. Ich begrüße euch alle wieder zu einer neuen Folge wieder mal. Odyssee im Auftrag des Königs 2.6.3 Version. Ja, ich habe geschlafen. Und die Nachricht für Karosch haben wir ja übergeben. Der gefangene Paladin, mit dem haben wir gut gequatscht. Da gab es aber jetzt noch mal den Hint, dass ich erst nach Mitternacht mit ihm quatschen könnte. Vielleicht mache ich das jetzt mal, weil ich ja noch hier in dieser Stadt bin. Und ja, die einen klein machen können. Ich weiß, Leute, ich weiß. So, bis Mitternacht. Gut, okay. Hätte ich mal vorher besser vorbereiten sollen, müssen tun. Dann werden wir uns eine Fackel anlegen. Oder wie viel Licht habe ich denn eigentlich? Ich habe noch 4 Licht. Nee, dann nehmen wir die Fackel, das ist besser. So, die Fackel. Wo hast du dich denn diesmal verkrochen, Fackel? Da. So, weil wir wollen den Zuschauern ja auch ein bisschen was bieten. Und einen Tipp gebe ich euch mal. Haltet euch nicht zu lange hier unter dem Balken auf, denn es könnte sein, dass irgendwann mal das Haus abfackelt. So wäre es in der Realität. Ist klar. Ja. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zum... ja, wegen dem Cedric. Gehen wir gleich nochmal hier rein. Versuchen nochmal mit dem Cedric zu reden. Und ich werde wieder nicht abgehalten. Mhm. Wo ist überhaupt hier einer drin? Hier ist gar keiner drin, liebe Leute. Schaut euch das mal an. Das heißt, bevor wir mit Cedric reden, komme ich überhaupt hier rein? Ich komme hier rein. Ui, was ist denn das für ein lustig Raum? Ich werde mal abspeichern. Und einfach mal hier ein paar Wertgegenstände stibitzen. Und all das, was hier so auf dem Tisch liegt. Das sieht da gar nicht orglike aus. Normalerweise müssten das viel rauere Geschichten sein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, da braucht man Schlüssel für. Oh, die Buchkommode könnte Erfahrungen bringen oder irgendwelche Geschichten. Nein, das ist nur so eine Art Flavortext. Und hier haben wir eine Truhe, die ich bestimmt knacken muss. Oh wei, oh wei. Ah, superklasse. Oh, weia, jetzt habe ich mir die Kombination nicht gemerkt. Shit. Ja. Wow. Es hat sich ein bisschen gelohnt. Das finde ich ja gut. Okidoki. Dann wollen wir mal weitermachen, indem wir hier mal... gibt es hier noch was zu looten? Nee, gibt es nicht. Ach, auch hier wieder spiele ich in einer neueren Renderer-Version von Kiridis. Die 17... Ich müsste nochmal nachgucken, was das für eine Renderer-Version ist. So, Cedric. Aha. Lord Hagen, wo kann ich ihn finden? Moment mal, ich weiß ja gar nicht, wer du bist. Warum sollte ich dir das sagen? Weil ich genauso wie du für Innos und die Sache des Königs kämpfe. So, das kann ja jeder behaupten. Vielleicht bist du ja einer der Orksöldner und willst mich nur aushorchen. Du irrst dich. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros aus Vengard und bin im Auftrag Lord Baldwins unterwegs. Das soll ich dir glauben? Bringe mir erst einen Beweis, dass du von Lord Baldwin kommst. Erst dann werde ich weiter mit dir reden. Na, da haben wir doch was. Das haben wir immer dabei, das ist doch sozusagen unser Personalausweis. Hier, lies. Diese Bescheinigung beweist, dass ich ein Bote von Lord Baldwin bin. Tatsächlich. Eine Bescheinigung des Seelords. Glaubst du mir jetzt? Ja. Verzeih mir, aber ich muss vorsichtig sein. Hier hast du deine Bescheinigung wieder zurück. Sag mir jetzt, wo sich Lord Hagen befindet. Nach wie vor im Minental. Die Orks haben uns eine Falle gestellt, aus der wir bisher nicht entkommen konnten. Ich soll magisches Erz für den König besorgen. Das wollte Lord Hagen. Doch das war wegen den Orks leider nicht möglich. Immerhin konnten wir noch 10 Kisten Erz aus dem Minental schaffen, bevor uns die Orks angegriffen hatten.
Tja, was ihr hier gerade seht, diese kleinen schwarzen Punkte, das ist ein Bump Map, wahrscheinlich eine falsche Zuordnung. Also, ich werde dann noch erzählen, warum ich den Renderer, ich teste den jetzt auch und ich habe den auch ein bisschen im Vorlauf getestet und ich muss ehrlich sagen, der ist schnellerer. Normalerweise habe ich immer so ein Ruckeln gehabt in den Spielen, die habt ihr wahrscheinlich ein paar Mal bemerken können und durch diesen neuen Renderer ist der nicht. Wo sind die Erzkisten? Lord Baldwin braucht das Erz dringend für den König. Und dieser braucht es für den Kampf gegen die Orks. Na klar, kann Lord Baldwin das Erz für den König haben. Oh. Wir haben die Erzkisten in die verlassene Mine gebracht. Und zwar an 5 verschiedenen Orten innerhalb der Mine, damit nicht ein Unberufener alles auf einmal entdeckt. Gut, ich werde das Erz so bald wie möglich holen. Ich muss dich aber warnen. Zum einen ist der Weg zur Mine von den Orks besetzt. Zum anderen wimmelt es innerhalb der Mine von Minecrawlern. Könnte ich mir denken. Keine Sorge, mit Crawlern habe ich schon meine Erfahrungen gemacht. Das ist aber noch nicht alles. Neuerdings sind auch Untote in der Mine. Untote? Wo kommen die denn so plötzlich her? Ich habe da eine Vermutung. Möglicherweise haben die Schwarzmagier diese beschworen. Aus welchem Grund? Etwa wegen dem Erz? Nein, ich glaube nicht, dass der Feind weiß, dass wir das magische Erz in der Mine versteckt haben. Aber durch die Mine könnten Lord Hagen und seine Männer nach Kurines gelangen, zumal der normale Weg von den Orks gesperrt wurde. Und den Weg über die Mine werden sehr wahrscheinlich auch die Orks und ihre Verbündeten kennen. Also von daher... Du hast wahrscheinlich recht. Dann muss ich wohl damit rechnen, dass die Mine von Untoten regelrecht verseucht ist. Das nehme ich auch an. Okay, und das, was ihr eben akustisch gehört habt, dieses Rauschen, das waren meine Dampfe. Also, ich bin Dampfer. Ja, dann gucken wir erstmal, was im Logbuch steht, weil Cedric hat ja unheimlich viel gequatscht. Aha, ich weiß noch, warum die Pflanzen auf Kurines sind. Sie sollten die Ankunft einer Untotenarmee vorbereiten. Diese Orks helfen soll, ihre Feinde zu bezwingen. Das wird Cedric sicher interessieren. Aha, aha, aha. Okay, dann fragen wir mal, ob wir ihn befreien sollen. Soll ich dich befreien? Nein, das wäre noch zu früh. Erst muss ich wissen, warum die Orks ihre Söldner vom Festland mitgebracht haben. Des Weiteren machen mir die Assassinen Sorge. Was wollen ihre Schwarzmagier hier? Erst wenn ich das erfahren habe, kann ich an meine Freiheit denken. Wow, 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 wow. Ich kenne jetzt den Grund, warum die Schwarzmagier auf Kurines sind. Die Magier bereiten die Ankunft einer Untotenarmee vor, die den Orks zur Hilfe kommen soll. Bei Innos, auch das noch. Uns bleibt tatsächlich nichts erspart. Danke für deine Mitteilung. Ja, bitte, bitte, bitte. Aber deswegen lasse ich dir deinen Geldbeutel noch. Ja, hahaha. Oh, wei, oh, wei. So, ich habe Cedric Absichten der Schwarzmagier mitgeteilt. Das wird ja eine richtig komplizierte Geschichte. Da muss ich erstmal wieder speichern. So, es könnte ja sein, dass trotzdem noch eine Option ist. Nein, ist es nicht. Ein kleiner Hinweis auf Alain Dufont, der gesagt hat, immer nach dem Quatsch nochmal nachfragen. Das habe ich mir jetzt seit den letzten Folgen mal auch angewöhnt. Habe ich denn hier noch was zu klauen? Kann man hier ein Schild und Waffen klauen? Nee, kann man nicht. Okay. Feder zum Schreiben, wieso nicht? Okay, dann ist das hier eine Schreibkommode. Genau. Jetzt gehe ich mal zu Grant. Da war ja noch was. Das Karosch-Ding habe ich ja abgegeben. Und Grant wird garantiert pennen. Aber wo? Aber wo? Aber wo? Hier drüben? Hm. Verdammt! Was ist los? Verdammt! Was willst du? Ja, ich weiß, ich will was. Verdammt! Aber nur was von Grant. Verdammt! Was ist los? Ach, Moment, verdammt, hier sind ja. Ja, ist gut, flucht nicht so viel. Hier sind ja noch die ganzen anderen Leute, die. Verdammt! Wegen der Loyalität. Was ist los? Ja, wegen der Loyalität. Verdammt, was ist los? Eine Aufgabe gespielt haben. Kess zum Beispiel, es wäre einfach. Okay, hier gibt's nichts. Ja, kann ich denn hier irgendwie bei euch nochmal pennen? Ja, das würde wohl hier wohl gehen. Da müsste ich aber so... Ja. Mist, jetzt habe ich die Fackel verloren. Ah, ich habe noch genug. Okay. Nee, da ist er doch. Gut, ist klar. Beim Schlafen... Beim Schlafen ist er noch irgendwie eingepackt. Als Bettwärmer oder so. Grant, grüß dich. Hast du noch was? Ich habe den Brief Karosch gegeben. Das ist sehr wichtig, glaube ich, dieser Hinweis. Ich habe den Brief Karosch gegeben.
Er wird ihn Donchak zeigen. Weiß aber nicht, wie und wann sich dieser entscheiden wird. Das dachte ich mir. Egal. Hauptsache, du hast den Brief abgegeben. Ja, wie geht's denn jetzt weiter mit deiner Loyalität? Wie geht es jetzt weiter? Ich sehe eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Irgendjemand muss Evans in der Arena schlagen. In der Arena? Genau so ist es. Evans ist der beste Schwertkämpfer unter meinen Männern und Champion von Kurinis. Irgendjemand müsste ihn im Kampf schlagen. Dann würde er an Bedeutung unter den Söldnern verlieren. Mhm. Noch was? Oho. Ja, ich könnte kämpfen. Aber so nackt, wie ich da jetzt vor ihm stehe? Ich weiß nicht. Ach, einen kleinen Hinweis noch an Taris. Jetzt schließt sich der Kreis mit Montera wegen Arena-Kämpfe. Ich hab's auch fast vermutet. Dann werde ich mal versuchen. Ich könnte in der Arena gegen Evans kämpfen. Du? Vergiss es. Evans ist ein Killer. Der würde dich schon in den ersten 5 Minuten des Kampfes umnieten. Allerdings, was hätte ich schon großartig zu verlieren? Nichts. Außerdem würde ich mich schon entsprechend vorbereiten, bevor ich in die Arena trete. Ich könnte dir zeigen, wie du stärker wirst und dich auch im Einhandkampf ausbilden, damit du zumindest eine Chance hast, den Kampf zu gewinnen. Gut, ich bräuchte allerdings eine Rüstung. Aha. Die sollst du haben. Bis zum Kampf werde ich schon was für dich gefunden haben. Aha. Sind meine Kenntnisse ausreichend? Bin ich stark genug? Bilde mich im Einhand aus. Ich will meine Kraft steigern. Mal gucken. Ich mache ja gerne Einhandwaffe, weil Zweihandwaffe, da bin ich nicht gut. Sind meine Kenntnisse mit der Einhandwaffe ausreichend, um in der Arena bestehen zu können? Ja, ich denke, das wird ausreichen. Eine Garantie kann ich dir allerdings nicht geben. Schließlich sind Evans und die anderen Kämpfer nicht zu unterschätzen. Aha. Zweihandwaffe kann ich auch nochmal fragen. Bilde mich. Okay, bin ich stark genug? Bin ich stark genug, um in der Arena bestehen zu können? Jetzt wird nochmal gefragt wegen Geschick und Stärke. Stärke? Nein, das reicht noch lange nicht. Oh. Du solltest auf jeden Fall noch etwas trainieren. Mhm. Das kann ich aber grand machen. Bilde mich mal, ich will meine Kraft steigern. Gucken wir erstmal überhaupt generell auf unser Charakterprofil. Da haben wir Stärke 63. Das ist ja lustig. Das ist gar nicht gut. Geschick 82, da sollte ich eventuell noch mal kurz nachfragen. Und zwar hier nach. Nein, das reicht noch lange nicht. Du solltest auf jeden Fall noch etwas trainieren. Also, für die Arena-Kämpfe brauche ich Geschick und Stärke. Wir haben 55 Lernpunkte. Und mal gucken, wie teuer Grant ist. Ich will... Stärke. Oh, der ist günstiger. Der kostet nicht 15, der kostet nur 10 für 5. Okay. So, bei wem konnte ich nochmal Geschick lernen? Bilde mich im Einhand. Da hat er gesagt, das ist okay. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht geguckt. Einhänderkämpfer, 59%. Aha. Oh, das ist mir zu unrund, muss ich ehrlich sagen. So, mal gucken. Bilde mich im Einhandkampf aus. So. Oh, kostet 2 Lernpunkte. Einhandwaffen. 1. Ach ja, ich mach's. So, weil dann bin ich nämlich... bin ich auf 60%, da bin ich nämlich Meister. Meister! Speichern! So, da er ja so günstig ist, ich will... Ja, Stärke plus 5. 10. Ach ja, jetzt kostet er plötlich 15. Ah, toll, das war in einem... Jetzt kannst du deine... Ja, schön. Oh, das war ein einmaliges Sonderangebot. Tolle Nummer. So, haben wir 68 an Stärke. Und Geschick bräuchte ich auch. Wie viel Geschick bräuchte man denn überhaupt? Arena-Kampf und Stärke. Und Geschick. Wenn ich da über 100 brauche, ja, dann bin ich doch wieder gearscht hier. Also 33. Ich mach mal meine Stärke voll. Mit, ich will meine Kraft steigern. Yep. Und zwar mit 3 Lernpunkte. Das ist teuer. Nachher sagt ihr, ich mach's völlig falsch.
Das ist mir aber jetzt gut, sowas von egal. Hauptsache, so, jetzt haben wir 70 Stärke. Jetzt fragen wir ihn nochmal nach, ob ich stark genug bin. Bin ich stark genug? Nein, das reicht noch lange nicht. Oh, lange nicht, okay. 27 Lernpunkte, geschickt 82. Moment mal, 15, ja, dann müsste ich noch 30 Lernpunkte haben, um dann nochmal auf 10 weitere Stärkepunkte zu kommen. Jetzt ist natürlich das Problem, wie mache ich weiter? L, Arena-Kämpfe. So, gucken wir mal eben nach. Grant will die. Ich habe Grant vorgeschlagen, dass ich Arena-Lehrer. Aha. Moment, 100. Ach, da steht's ja. Okay. Grant ist. Ja, ich wieder, ne? Kann ich hier für eine Stärke Einhand. Und ich denke, dass ich schon 120 Stärke und 50 Einhandkenntnisse haben sollte, um gegen die Orksöldner bestehen zu können. Alternativ würden 120 Geschick und 50 Zweihandkenntnisse reichen. Aber das kann mir Grant nicht beibringen. Hierfür müsste ich andere Lehrer finden. Ich habe wohl genug Kenntnisse im praktischen Gebrauch mit der Einhandwaffe, um in der Arena zu kämpfen. Das ist also erst nur Einhand. Allerdings konnte mir Grant keine Garantie geben, dass ich in der Lage bin, Blub und Blade zu schlagen. Tja, also, aber Moment. 50 und 120 Geschick von Stärke ist klar. 120 Geschick? Na, das heißt also, die Arena-Kämpfe können wir viel, viel später erst machen. Gut, dann werde ich mal weiter überlegen, ob ich diesen Punkt hier mache. Und zwar Loyalität der Orksöldner. Ja, das ist erst mit dem. Und zwar Wache für den Leuchtturm. Ich soll nur Tarok, Bolek, Lolek und Bolek und Nempek und Krampek. Okay. Das werden wir ganz anders handhaben. Und zwar werde ich sie rausführen. Und erstmal kurz überspringen, bis ich bei denen bin. Ja, hier sind wir nun angekommen. Hier sind meine vier Peoples. Die werde ich wohl alle. Moment mal, vier Peoples, Moment. Raus begleiten. Mal gucken, was hat der Zardok noch zu sagen? Nichts hat er zu sagen. So, Grampok, Grampek. Dann sagen wir mal, komm mit. Komm mit. Gut. Ach, Moment. Okay, die sind jetzt alle. Okay, Heiltrank geben, bin ich bescheuert. So. Das heißt, alle kommen jetzt hinter mir her. Gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. So, da seid ihr vier. Speichern. Ja, das wird jetzt echt übelst. Geht's denn hier? Ja, hier geht's zum Leuchtturm. Ist natürlich klar, dass ich die vier natürlich nicht zum Leuchtturm bringe. Und ich gehe erstmal weiter weg. So, komme ich hier eigentlich hoch? Fragezeichen. Ich komme hier hoch. Warum? Will aber nicht, dass die mich hier verlassen. Okay, hier sind sie alle noch. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun wird, wenn ich mich umziehe. Ja, yep. Also, die Fackel brauche ich ja eh nicht mehr. Batsch, weg ist er. Dann werde ich mal eine Waffe anziehen. Oh, weia, ey, Alter, das wird übelst. So, dann haben wir hier den besseren Eschenbogen. So. Die scheinen alle noch da zu sein. Ein, zwei, jedenfalls sehe ich drei Köpfe oder vier. Ja, dann, ganz wichtig, meine Rüstung. Where is the Rüstung? The better Rüstung. Drachenjägerrüstung. Und jetzt hat sich etwas getan. Und zwar haben die hier einfach mal so ihre Waffen gezogen. Sind noch auf mich fixiert. Springen aber nicht. Das hieße quasi Modo Risiko. Oh! Oh, nee, nicht gut.
gucken, ob ich alleine gegen die ankomme. Das sieht nicht danach aus. So ein dämlicher Morrer. Ja, das war keine gute Strategie. Ja, jetzt habe ich mich eine Stufe vorgewagt, mich ausgerüstet. Nempek und Grempek sind noch da, die anderen sind weg. Das gucke ich mir mal an. Ob ich jetzt vielleicht eventuell... Ja, ich treffe sogar. Bleib stehen! Okay. Kann natürlich dauern. Das nehme ich in Kauf. Oh, der zweite kommt auch schon. Ah, jetzt versucht er seine Armbrust zu ziehen. Oh. Der hat mich... Oh, shit! Bleib stehen, Feiger. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was passiert dann? Versuche mich jetzt auch nur irgendwie... Ah, sind die immer noch hinter mir her? Ja, Mist. Vielleicht kann ich den mit dem Schwert... Jawoll. Perfekt. Der ist schon mal futsch. So, schnell was trinken. Mann, wo ist das alles? Okay. Nicht okay. Zu holen. Tabak nicht zu holen. Jetzt ist mir das so egal, wo die anderen sind. Falsche Richtung. Ich werde nochmal abspeichern, sicherheitshalber. Und schauen, ob da irgendwie einer lauert. Ja, da ist auch schon der Nächste. Und zwar, der läuft einfach an mir vorbei, der Bolek. Ohne seinen Kumpel Lolek. Ja, was willst du denn? Ach, hier gibt's einen Feuerfall. Oh, den darf ich mal. Der kann nur von mir sein. Okay, Lolek. Nicht zu plündern. Bolek ist auch weg. Speichern. Dann waren's nur noch zwei. So, wo ist der Nächste? Wo sind die Nächsten? Es kann natürlich sein, dass sie wieder an ihrem Ausgangspunkt gegangen sind. Und zwar vor dem Tor. Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Hier ist keiner mehr. Dann heißt das, werden wir erstmal die Drachenjägerrüstung mal ausziehen und mal einfach so reinlaufen. Mal gucken, was passiert. Wo sind die? Wir müssen ja theoretischerweise wieder hier zurück. Ich mach dich fertig, Mora. Okay. Warum? Fragezeichen. Erstmal Deckung suchen. So. Und die Drachenjägerrüstung anziehen. So, wer ist denn das? Ist das einer von meinen... Nee, das ist ein Methanor-Krieger. So ein dämlicher... Wutsch. Hab mich mal eben schnell umgezogen. Um mal zu gucken... Ah, ist wieder die falsche Seite. Um mal eben schnell zu gucken, wo die anderen beiden sind. Entweder laufen die hier noch rum, draußen, in der freien Natur, oder sie sind wieder zurückgegangen. Wer ist er denn? Wer bist du denn? Ach, das ist Grampek. Oh, war ja, ja. Ah, sowas Bescheuertes. Bleib. Mist, jetzt muss ich mich ganz schnell umziehen hier wieder mal. So, Nein. Oh Gott. Da
schaffe ich das. Vielleicht schaffe ich das. Nur mit dem Helm geschützt und mit dem Degen. Ein Hau. Ja! Ganz nackt. Oder fast nackt. Fastnacht. Speichern. So, hier haben wir Grampek. Hier haben wir Bolek. Und das ist... Na, dann fehlt noch Numpak, ne? Na, Kruschwarok. Da ist nicht zu ja, holen. Okay, dann werde ich mich mal wieder hier... Und ja, ganz nackig machen oder vollständig umrüsten? Na, ich mache mal eine vollständige Umrüstung. Nicht, dass dann wieder hier... Na, warte mal. Nicht, dass dann wieder hier was Überraschendes auf mich zukommt. Oh, und ich sollte was trinken. Ah, reicht erstmal. Schauen wir mal. Spannend. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu nah drin gehe, einen anderen Orkjäger oder Speer anlocke. Scheiße, wo ist denn jetzt der letzte? Hier ist er auch nicht. Mist. Das heißt also, ich ziehe mich wieder um. Leichte Drachenjägerrüstung weg, das weg, das weg und den Eschenbogen weg. Mal gucken, ob ich noch reingelassen werde. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten. Scheiße. Ich mach dich fertig, Mora. Okay. Das hat wohl nicht geklappt. Ich mach dich fertig, Mora. Wer bist du denn? Psst. Ja, okay. Numpek, da ist er. Da haben wir ihn gefunden. Ja, ich habe jetzt keine Rüstung, nichts an. Aber den werden wir erstmal wieder... Ah, shit, jetzt zieht er wieder seine Waffe. Seine... Mist, da muss ich ihn wohl... Oh, ist der gut. Okay, Numpek ist Nempek, heißt der nicht Numpek. Okay. Leute, ich hab's geschafft. Numpek. Ist Nempek, nicht Numpek. Wieso denke ich immer Numpek? Okay, den haben wir jetzt geschafft, den Nempek. Das war der vierte. Das heißt auch, wir haben einen Eintrag. Wache für den Leuchtturm. Ich habe alle vier Orks beseitigt. In nächster Zeit werden die Flüchtlinge nichts mehr zu befürchten haben. Ich kann nun Sardok mitteilen, dass seine Krieger an ihrem Bestimmungsort angekommen sind. Mal gucken, ob das denn auch wirklich stimmt. Ich habe nämlich so die Befürchtung... Oh, ich sollte mal die Waffe wieder wegstecken. Dass die... Upsa. Die Befürchtung... Dass die anderen wieder aggressiv auf mich sind, oder? Mal ganz vorsichtig. Ja, das habe ich mir gedacht. Warum? Warum? Ich habe da nichts mehr an. Ja, diese Fragen. Das kann man wirklich nur in einem Kommentar beantworten. Und ich glaube, ich kriege auch garantiert eine Antwort, warum die plötzlich alle aggressiv geworden sind. Wer ist er denn? Tarok. Hilft er mir? Bitte hilf mir, Tarok. Nee. So ein dämlicher Morrer. Ja. Da muss ich doch leider hier an dieser Stelle die Folge beenden. Danke für das Gold, Morrer. Ja. Ich werde aber wieder auferstehen.
in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und gebt mir einen Daumen. Und der Kommentar ist ganz wichtig, warum ich die hab doch die vier außerhalb getötet. Ich habe aber den Speicherstand noch. Keine Angst, das kriegen wir nochmal hin. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.